Hintergrundgeschichte, Charakterinfos und natürlich die Perks. 2020 von Nancy Vila. Ciao zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Perks, Hintergrundgeschichte, Charakterinfos. Nancy Vila ist an der Reihe und wir starten sogleich mit ihren drei lernbaren Talenten. Besser gemeinsam, fixiert und innere Kraft. Besser gemeinsam. Du willst Gerechtigkeit und die Wahrheit aufdecken, egal welche Hürden dich davon abhalten könnten. Die Aura des Generators, den du gerade reparierst, wird allen anderen Überlebenden innerhalb von 32 Metern angezeigt. Bringt der Killer einen Überlebenden zu Boden, während du einen Generator reparierst, siehst du 8 Sekunden lang die Aura aller anderen Überlebenden. Und das ist stapelbar bei Stufe 2 des Perks auf 9 Sekunden und bei Stufe 3 des Perks auf 10 Sekunden. Fixiert! Wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, gibt es kein Zurück. Dann ist es besser, um Vergebung zu bitten, anstatt um Erlaubnis. Du kannst die ganze Zeit deine eigenen Kratzspuren sehen. Bist du unverletzt, gehst du 10% schneller. Bei Stufe 2 des Perks geht ihr 15% schneller, bei Stufe 3 des Perks sogar 20%. Innere Kraft. Du hörst in dich hinein und vertraust auf deine Instinkte, wenn du dich verlassen und einsam fühlst. Jedes Mal, wenn du ein Totem zerstört hast, wird innere Kraft aktiviert. Bist du bereits vom Statuseffekt gebrochen betroffen, wird innere Kraft nicht aktiviert. Während innere Kraft aktiv ist, wirst du bei einer Verletzung vollständig geheilt, wenn du dich für 10 Sekunden in einem Schließschrank versteckst. Und das ist dann auch erhöht, also die Zeit wird verkürzt, Stufe 2 des Perks 9 Sekunden, Stufe 3 noch 8 Sekunden im Schließschrank. Und die Nancy hat natürlich auch eine Hintergrundgeschichte, wie sie zu Dead by Daylight gekommen ist. Nancy Wheeler ist lernbegierig und rebellisch. Gleichzeitig stellt sie mit ihrem Dickkopf aber Untersuchungen an, bei denen sie von ihrem Instinkt für gute Stories geleitet wird. Als ihre engste Freundin Brab vermisst wurde, gab sie alles, um die Wahrheit aufzudecken und Gerechtigkeit walten zu lassen. Sie ist eine brillante Journalistin, jagt Stories und folgt Hinweisen, und das trotz des Chauvinismus und der Ungleichbehandlungen, denen sie am Arbeitsplatz ausgesetzt ist. Als sie eines Abends einer Spur folgt, nähert sie sich furchtlos dem Hawkins National Laboratory und verliert plötzlich das Bewusstsein. Einen Augenblick später wacht sie vom Geräusch eines vertrauten Brüllens, das durch die Luft schnallt, in einem seltsamen, nebligen Reich wieder auf. Ich sehe gerade, dass einige Geschichten ziemlich gekürzt wurden. Ich habe ja sowas schon mal gemacht und je nachdem, ich denke, es hat mit dem Archiv zu tun, haben die das ziemlich dicht zusammengefasst. Deswegen war es gerade bei ihr. Ja, von ihr spiele ich tatsächlich ab und zu gerne noch mit innerer Kraft. Also spiele ich die Totems zerstören, dass man sich dann im Schrank heilen kann. Ansonsten fixiert habe ich auch schon verwendet. Ist noch interessant, wenn man die eigenen Kratzspuren sehen kann. Oder besser gemeinsam verwende ich überhaupt nicht. Lasst mich wissen, mit was ihr spielt. Also habt ihr ein Perk, das ihr von ihr nutzt hauptsächlich oder doch eher nicht? Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Dead by Daylight bei Biografien, Hintergrundgeschichten und Perks.